Hallo, ich bin Carsten in Mülheim. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Wer meinen Kanal seit Anfang an verfolgt, der wird wissen, dass ich vor genau einem halben Jahr mit genau dieser Tour meinen Kanal angefangen habe. Der Weg hier, der hat mir damals schon sehr gut gefallen. Und ich habe gedacht, ich müsste ihn irgendwann nochmal im Sommer gehen. So, und dann dachte ich mir, okay, der Kanal ist ein halbes Jahr alt, passt doch. Dann macht man halt ein kleines Halbjahres-Special daraus. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne noch ein Stück begleiten. Ja, was viele jetzt erstmal nicht glauben würden. Wir sind hier jetzt Tatsache mitten im Ruhrgebiet. Wir sind heute im Raum Mülheim-Essen unterwegs. Das Einzige, woran man es akustisch auf jeden Fall merkt, ist, dass man hier ständig Flugzeuge hört, weil klar, der Düsseldorfer Flughafen ist nicht weit weg und naja, Mülheim-Essen, das ist so eine der Einflugschneisen bzw. Warteschleifen werden hier auch geflogen. Aber so laut sind sie jetzt auch nicht ständig. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne noch mit. Wahnsinn, ihr glaubt gar nicht, wie das hier nach Holunder duftet. Es ist hier alles voll mit kleinen Holunderbüschen. Ja, und hier ist seit Januar auch ganz schön aufgeräumt worden, weil im Januar lag hier noch wesentlich mehr an Windbruch rum. Aber da ist dann jetzt schon der große Baum, der da im Weg lag, weggeschnitten worden. Ist einiges passiert hier. Ja, hier lag im Januar noch der große Baum über dem Weg, sodass man außenrum durch knöchelhohen Matsch warten musste. Ich sage euch, meine Schuhe sahen damals aus. Ja, und überall am Wegrand liegen hier die Reste von der Beseitigung
des letztjährigen Pfingstunwetters, was ja mittlerweile dann auch schon über ein Jahr her ist. Und ihr seht, die Schäden sind noch nicht überall behoben. Daran kann man sehen, wie stark hier der Orkan gewütet hat. So, jetzt haben wir es mittlerweile 8 Uhr am Samstagmorgen. Es scheint ein richtig schöner, sonniger Tag zu werden. Und ich bin froh, so früh losgelaufen zu sein, weil ein Großteil des Weges geht natürlich nachher übers offene Feld. Und da gibt es nicht viel Schatten. So, jetzt ging es gerade mal so 500 Meter durch die Stadt, beziehungsweise ein Stück an der B1 lang und dann durch eine Wohngegend, aber jetzt wieder ins Grüne. Wie gesagt, wir sind mitten im Ruhrgebiet, aber so sieht es hier eigentlich gar nicht aus. So, nachdem wir dann nochmal ein kleines Wohngebiet durchquert haben, geht es dann jetzt durch das Forstbachtal runter zur Ruhr. Kommt gerne noch mit. Ja, und jetzt geht es an der Ruhr entlang, circa 1,5 Kilometer, und dann durch die Ruhrauen dann weiter zum Flughafen und wieder zurück zum Auto. Ja, so langsam entfernen wir uns jetzt wieder von der Ruhr. Und wie ich gesagt habe, hier ist nicht viel Schatten. Jetzt spreche ich vom Schatten, das kommt dann natürlich. Aber ansonsten ist hier jetzt auf dem Stück nicht mehr allzu viel Schatten. Von daher bin ich froh, dass es erst 10 Uhr ist und ich nicht in der vollen Mittagshitze hier langlaufen muss. Im Moment ist es zwar warm, aber noch gut auszuhalten. Ja, jetzt bin ich am Mülheim-Essener Flugplatz zurück. Da startet gerade wieder eine Maschine. Von hier aus habe ich jetzt noch so 1,5 Kilometer bis zum Auto. Aber es geht gleich durch bewohntes Gebiet. So, vor einem halben Jahr bin ich diesen Weg schon mal gegangen. Das war mein erstes Video. Ja,
war mein erstes richtiges Video. Damals noch mit der alten Kamera. In dem halben Jahr ist einiges passiert. Ich habe jetzt mittlerweile in dem halben Jahr 62 Abonnenten. Erstmal Dankeschön dafür. Danke für immer wieder reinschauen. Danke für immer wieder kommentieren. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen dabei. Ich möchte ganz gerne auch noch mal die 100 Abonnenten knacken. Ich bedanke mich dann diesmal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und sagt dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.